Leute, willkommen zurück hier bei The Last Stand Aftermath. Naja, hier wären wir auch schon wieder. Lebenstechnisch schaut es nicht gut aus. Wir haben keine Antiviren mehr und ich bekomme gleich meine nächste Mutation. Von daher hat sich das jetzt gleich nicht vermeiden lassen. Da drüben geht es ziemlich ab. Ich würde sagen, wir schauen mal schnell. Huch, falscher Knopf. Hier in die Waffen rein. Ja, allzu viel. Genau, dich haben wir noch mit 38 Schuss. Und hier haben wir eh schon nur noch 2 Schuss. Die Aufsätze, das ist halt, frage ich mich halt, keine Ahnung, ich kann ja das Zeug nicht mehr mit heimbringen. Offensichtlich. Deswegen kann ich ja eigentlich genauso gut, wenn ich die... Wenn ich eine Waffe finde, die ich schon habe, wegschmeißen. Eigentlich. Verschmutztes Wasser haben wir noch einiges hier. Gut, das wiegt komischerweise alles gar nichts. Warum auch immer. Ich glaube tatsächlich, das schwerste Zeug hier sind die ganzen Knarren. Gut, die Schrotflinte und das Sportschützengewehr, das haut halt schon rein. Was Schlimme ist, munitionstechnisch schaut es halt. Von was habe ich denn da noch? Ach, von der Knarre hier. Packen wir die mal dahin. Ja. Da. Beim Schießen ist halt auch immer so eine Sache. Jetzt werde ich mich gleich mutieren. Ja, richtig. Gewinnen wir eben Treffer mit einer Nahkampfwaffe 1% Gesundheit. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Mehr Ausdauer. Ja. Das ist wirklich das, was ich mich noch frage mit dem... Kamera ist manchmal auch ein bisschen. So. Okay, das wäre jetzt mal easy going gegangen. Kaum etwas drin. Okay, aber hier rein komme ich tatsächlich nur durch den Vordereingang. Wenn ich halt jetzt schieße, wird es halt vermutlich ordentlich abgehen. Mal keine Muni mehr. So. Ich knüppel ich zusammen. Kriege ich wieder ein bisschen Gesundheit. Brauche ich nicht, du Bro. So. Dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal ausgeschalten. Ich brauche hier Werkzeuge. Ja, ist ja auch praktisch, wenn er wenigstens dran stehen wird, was ich brauche. Allein das wäre schon hilfreich. So. Die einzelnen Gegner, die hauen wir jetzt immer mit der Waffe weg. Im
stehen ein paar rum und hier stehen ein paar rum. Okay, das dürfte es dann jetzt auch gewesen sein mit uns. Befürchte ich leider. Habe ich denn noch irgendwas für Gesundheit, Ausdauer? Beeil dich! Ja, jetzt wird es dann wirklich knapp. Du merkst nicht einmal, dass du getroffen wirst. Du kämpfst dich durch, du zuckst nicht einmal. Okay. Dein Körper lehnt Nahrung und Wasser zugunsten von isomerischen Heilmitteln ab. Heileffekt, Ausdauer, Gegenstand, Effektivität. Ich kann mich besser heilen. Oder nehme ich die Tragikapazität. Komm mal, nehmen wir mal das. Tanke das Auto auf. Ist halt auch lustig mit den Aufgaben. Ich könnte jetzt praktisch schon wieder losfahren. Aber ich wüsste halt einfach nicht, was es bringen sollte. Weil, warte, ich kann es euch ja zeigen. Beziehungsweise, das wisst ihr ja selber schon. Es bringt halt nichts. Ich kann immer nur nach vorne fahren. Deswegen kapiere ich es nicht, Freunde. Dann brauche ich halt die Waffen, die ich finde, gar nicht mitnehmen. Ja, so. Das war mal eine Klebe. Dann nehmen wir einen Schlagstock. Von euch hat niemand was dabei gehabt. Siegelstein, den brauche ich jetzt eher weniger. Da unten kommen wir nicht weiter. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem tollen, mysteriösen Werkzeug, das ich brauche, um da reinzukommen. Okay, der Schlagstock ist jetzt auch nicht unbedingt die effektivste Waffe, wenn ich das mal so sagen darf. Halt langsam auch immer näher, die Kollegen. Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir machen uns mal auf die Suche. Ich weiß, allzu lang mache ich es nicht mehr. Aber ich gebe mal noch nicht auf. Kann ich nicht. Dann schauen wir mal hier rein. Was wir denn hier Feines haben? Leer. Was haben wir da oben noch? Schmerztabletten, Dose. Irgendwas muss es hier doch noch geben. Hier lang komme ich nicht. Und darüber komme ich, glaube ich, auch nicht. Yo, Bro. Komme ich denn hier rauf? Ach ne, hier kann ich auch nicht rauf. Na gut, dann muss ich sagen, hier geht's nirgends lang. Hm. Ja, das Taschenmesser. Nee, sonst gibt's hier nichts.
Weil, wie gesagt, hier komme ich nicht rein. Da drüben ist auch nichts weiteres. Könnte ich mir jetzt höchstens den Weg zum Auto freiballern. Schauen, dass ich da wieder rauskomme aus der Nummer. Oh Gott, schlecht nachgeladen. Ah, was haben wir hier noch? Pfannkuchen und Reste. Sonst gibt es hier gar nichts mehr. Na gut, oben lang komme ich nicht. Da ist der Zaun. Hier geht es auch nicht weiter. Von daher können wir genauso gut weiterfahren, bevor wir das Zeitliche segnen. Achso, okay, verstehe, verstehe. Und die Quicktime-Events gibt also auch. Und dein Bruder. Und wie viel hält der denn aus? Das nervt mich nicht. So, ein ganz schöner Brocken, hey. Das ist aber Schluss hier. Du hattest schon wieder auch nichts bei dir. Doch, noch mal ein Taschenmesser. Kam da hinten noch irgendwo einer raus? Den verprügeln wir so. Sonst gibt es ja nichts, ich komme hier nicht raus. Genauso wie ich da nicht reinkomme. Nee, von daher kann ich jetzt zurückfahren, sonst. Beziehungsweise weiterfahren. Dann überleben wir das nämlich nicht mehr. So haben wir wenigstens noch die Chance. Jetzt speichert es ja dann hier wieder. Hier passiert etwas Ungewöhnliches. Ja, und zwar, dass ich gleich tot bin. Das passiert. Was finde die Quelle der Geräusche? Die seltsamen Dinge. Reparieren wir mal schnell wieder unser Auto. Eine Karte gibt es ja. Oh, ich bin hier mittendrin auf der Strecke. Ja, okay, gut, dann. Nochmal. Da kommen wir wieder nicht lang. Juch, nein, ich habe die Falle nicht gesehen. Scheiße. Vorrat gefunden, 25. Durchlaufzeit, Infizierte getötet, Treibstoff verwendet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Morgan ist jetzt gestorben, weil wir durch die Falle gelaufen sind und ich habe es halt echt nicht gesehen. Der Schnorrer, der prügelt sich gern, hat Verbände dabei. Achso, da ist jetzt nochmal einer. Berater, Tüftler, Schnorrer. Ach, nehmen wir mal Aurora. Habe ich jetzt das ganze Zeug noch am Start? Nee, habe ich nicht. Also alles, dann brauchen wir das auf jeden Fall schon mal nicht mitnehmen. Können wir mal noch gucken. Zu dir, Kollege. Was darf es sein?
Waffenkammer. Gut, hier. Er hat halt gar nichts am Start. Also sprich, ist das auf jeden Fall schon mal nutzlos. Okay, nee, mit dir brauche ich auch nicht reden. Nee, gut, dann können wir eigentlich direkt weiter. Willst du einen Vorrat verwenden? Hier kannst du wirklich etwas beitragen. Alle Vorräte, die du finden und zurückschicken kannst, sind wichtig. Wir finden da draußen immer noch ganze Beutel mit Vorräten. Aber die großen Vorratsverstecke sind die, die sich wirklich lohnen. HRC haben sie gegen Ende ihrer letzten Welle abgeworfen. Sie sind groß, schwer zu übersehen. Aktiviere den Sender und eine Markierung für unsere Rückholcrew zu setzen. Oder nimm die Gegenstände selbst an dich, wenn du sie brauchst. Wir lassen unsere Freiwilligen entscheiden, was damit passiert. Ihr bestimmt, wir setzen es um. Waffen und Munition kommen in die Waffenkammer für neue Rekruten. Hängt von dir ab. Alles, was du willst, wird dir irgendwann helfen. Schau es dir an. Ach so. Okay, Vorrat 25. Das ist wahrscheinlich das, was ich eingesammelt habe. Neue Gegenstände sind auf Level 5. Okay. Okay, Verband, Munition, nochmal Muni. Gib sofort 10 Wissen. Ja, nicht genug Vorrat, klar. Eine Sammlung von Gegenständen, die sofort in die Waffenkammer für Zungenhörner gelegt werden. Okay, hier kann ich dann also die Sachen freischalten. Gut, ich könnte mir jetzt Verbände kaufen. Was soll das hier? Gibt es dann das, was für die... Gibt es wieder das gleiche für das blaue Zeug auch irgendwas? Der Funkturm vielleicht? Hey Bro, hast du etwas für mich? Ja, wer bist du überhaupt? Hast du dein Funkgerät dabei? Es ist an deinem Gürtel, ich kann es nehmen. Vielleicht willst du dich etwas sammeln, bevor du losfährst. Egal, halt es griffbereit. Da du allein unterwegs bist, könnten wir uns melden. Okay. Naja, und hier können wir jetzt Sachen freischalten. Aber halt auch übertrieben viel. Kampf-Leben-Ingenieur. Wir lernen mehr über diese Mutation des Virus und können sie besser kontrollieren. Perfektionierst deine Laufform und wirst schneller und schneller. Du findest Wege, die meisten Dinge länger zu machen. Dies hat einen Biss auf Laufen, Voltigieren und Kämpfen. Okay, Schaden durch Eintreten von Türen. Okay, ich werde stärker mit Schlagen ohne Waffen. K.O.-Chance, Wurfweite, Pistolenschaden. Nachladegeschwindigkeit. Aktionsgeschwindigkeit, Chance, mehr Munition zu finden. Ich glaube, das werden wir machen, weil Munition ist schon wirklich... Ach, dein Gedächtnis wird besser. Du gewinnst mehr Wissenspunkte durch erbeutete... die mehr EP, wenn ein Freiwilliger stirbt. Auch das ist nützlich. Wirksamkeit, Heilwirkung. Fügt eine Herstellungskiste zu allen Unterschlüpfen hinzu. Okay, offensichtlich braucht man dringend Bereiche ein, die mit Ketten. Ah, okay. Neue erworbene Rucksäcke erhöhen die Tragekapazität. Die Möglichkeiten, deinen Treibstoffverbrauch zu verwalten, haben sich bewährt. Lerne, wie man eine improvisierte Schrotflinte herstellt. Okay, auf jeden Fall würde ich mal das machen, weil dann kommen wir auf jeden Fall schon mal in manche, ja, Bereiche rein. Die hätten wir zum Beispiel jetzt vorhin gebraucht. Da wären wir dann durchgekommen. Kopieren verschiedene HC-Codes, die den Zugang ermöglichen können. Okay.
Habe ich das jetzt automatisch dabei oder brauche ich da auch wieder? Oder muss ich das jetzt hier irgendwo wieder mitnehmen? Yo, Bro. Okay, nee, offensichtlich nicht. Ja, gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Das weiß ich auch nicht. Geht's jetzt wieder von vorne los, oder? Bin ich automatisch da, wo ich gestorben bin? Ja, gleich werden wir es wissen. Wo bin ich denn jetzt? Ah ja, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Aktuelle Position. Gut, ich komme weder hier hin noch dahin. Klinik, Laden, Vorratsversteck, Nachbarschaft, Unterschlupf, Tankstelle. Aber vorhin war ja was gestanden von Unterschlupf. Also gehe ich mal stark davon aus, dass wir bis zum Unterschlupf kommen. So, es ist ein Händler, okay. Dann kann ich wohl was kaufen oder tauschen. ARC-Station. Unterschlupf. Ja, genau. Gut, dann lass mich mal schnell gucken, was haben wir denn alles? Nahkampfwaffe, Zange und Rohrpistole. Jetzt gucken wir schon mal, ob wir hier irgendwo. Oha! Wieso habe ich jetzt auf einmal. Was ist denn das für eine tolle Knarre? Junge, ich habe eine Knarre dabei mit zwei Schuss. Ja, natürlich habe ich gar nichts dabei. Sehe mich doch eh schon wieder ableben. Also die Waffe ist wirklich, ach, wirklich mega schlecht. So, aber immerhin haben wir ein bisschen Medizin gefunden. Paar Kugeln. Wir nehmen natürlich am Anfang alles mit, was wir nur so tragen können. Oh, jetzt der Verband. Klatscht dann gleich mal rein. Sonst werden wir den Spaß hier nie überleben. Leer. Sonst noch irgendwo was? Da hinten haben wir noch mal ein bisschen Benzin. Ach so. Es kann natürlich immer nur ein so eine Kiste tragen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Aber jeder normale Mensch wird es halt einfach umwillen. Aber okay. Also die Frage, jetzt haben wir die Aufgabe erledigt, indem wir das Auto vollgetankt haben. Vielleicht will ja das Spiel jetzt auch einfach, dass ich weiterfahre, aber ich denke mir halt dann, hier muss doch bestimmt noch einiges zum Finden geben. Aber offensichtlich nicht. Check nicht, was heißt denn das da hinten? Ach, so ein Feuer. Ja, toll, jetzt sehe ich auch gar nichts mehr. Hallo?
Nein, wir treten jetzt die Tür mal nicht ein. Station freigeschaltet, Masse. Gut, da drin könnte es wieder ein paar nützliche Sachen geben. Aber wenn ich jetzt hier die Tür eintrete, wird natürlich wieder die ganze Gruppe hier rüber marschieren. Ja, die Kamera kann einen so hart die Eier gehen. Jetzt lass mich mal schnell alles looten. So, Antigift, Antiviren. So, was haben wir hier noch? Hier offensichtlich nichts mehr. Hier gibt es auch nichts mehr. Ich kann auch nicht drüber springen. Und jetzt Zombie Boy rennt vorne rum. Ist komplett durch der Typ. Da hat's ja, komm her. Jetzt ist da mal Ruhe. Dich muss ich auch aufpassen, weil du bist ja so ein infizierter Boy. Mit dem legt man sich dann immer lieber nicht an. Schreck, ich hab doch mal wieder. Dieser Gegenstand ist beschädigt. Naja, zum. Zum Zombie blättern wird es hoffentlich noch reichen. Yo, Bro. Yo, Bro. So, das haben wir eigentlich alles schon. Hier gab es auch eine. Nein, ich brauche keinen Ziegelstein. Genau, hier vorne in den Autos gab es auch nichts mehr. Die wahrscheinlich auch nicht. Nö. Dann könnte man rein theoretisch eigentlich schon wieder abhauen. Ah, jetzt haben wir vorrätig 50. Okay. Hängt anscheinend dann doch damit zusammen, was wir eingesammelt haben. Gut, ist auch irgendwo logisch. Wieso leckt das jetzt? Ja, dann halt Fight Club. Okay, Freunde. So. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir weiterkommen. Gut, hier haben wir alles gelootet. Jetzt könnten wir entweder hier hinfahren oder hier hin. Problem ist, wenn wir hier hinfahren. Da ist ein Totenkopf, dann komme ich hier hin zum Laden mit zwei. Ich würde ja gern zum Unterschlupf kommen, deswegen fahren wir jetzt lieber hier hin. Es war zwei Köpfe. Weil sonst sind immer Köpfe dran, also Schwierigkeit. Außer beim Unterschlupf ist gar nichts dran. Das Komische ist halt, vorhin bin ich auch. Ja, so, ja, okay, aber wenn ich jetzt hierher fahre, müsste ich ja normalerweise dann danach trotzdem hier runterfahren können. Hoffe ich. Nachbarschaft. Hier ist ein Lager. Komm, dann fahren wir mal hier hin, Freunde. Und jetzt speichert es dann auch und die Folge ist dann beendet. Wir müssen ja mittlerweile bei über. Oder knappen 30 Minuten sein. Mal schauen, ob wir diesmal einen besseren Run hinbekommen und wir müssen definitiv auch auf Fallen aufpassen.
Nicht, dass wir hier wieder ableben. Es wäre natürlich nicht sonderlich praktisch. Und Wissen müssen wir definitiv auch wieder mehr einsammeln. Ich frage mich immer noch, für was das ist. Klar, Gesundheit heilen, Ausdauer heilen. Es könnte, ja, Infektionsschäden 2. Ja. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal auch noch verwenden. Kann ja durchaus sein. Und dich könnte man mal reparieren. Und ein paar Reste haben wir ja noch, aber dazu brauchen wir halt wieder hier. Ja, okay, 2x Fragezeichen und oben ist 2x Fragezeichen und irgendein anderes komisches Symbol. Aber Freunde, das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Und wenn es euch getaugt hat, klatscht ein Abo rein oder eine kleine Bewertung, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns morgen wieder. Ciao!